Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Vandals Monday. Ich bin's wieder, euer Theon. Sorry dafür, dass gestern kein Vandals Monday Part kam, aber ich mache das jetzt immer so. Ein Tag mit Seville und Vandals Monday. Ein Tag mit Seville und Deponia. Dann mit Deponia und Vandals Monday halt immer schön abgewechselt, weil ich nicht unbedingt Lust habe, drei Spiele an einem Tag zu machen. Das ist dann wirklich Arbeit und wenn man dann kaum Zeit hat, sogar noch mehr. Aber ja. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben Tag wiederholt. Wir haben Matt tot in seinem Ofen gefunden. Was haben wir noch gemacht? Wir haben seinen Abschiedsbrief gelesen. Und ja, wir sind wieder aufgewacht. Es war wieder Montag. Der Vermieter stand wieder vor der Tür und wollte sein Geld haben. Ja, und den ganzen Mist halt. Und wir wurden dann wieder angerufen vom Detective. Wir sollen doch bitte mal hier vorbeikommen. Ich gehe mal davon aus, dass wieder Matt sich umgebracht hat, aber sonst gibt's ja keinen Sinn, ne? Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine Scheißfresse! Hey, was hab ich denn gemacht? Oh, richtig, du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt, hau ab! Okay, die Frau ist aus irgendeinem Grund stinksauer. Was ist denn ich in... Achso, bam, ich fall hier gerade voll über die eigene Zunge. Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Weißt du, das würde ich gerne, aber Dick Tracky lässt mich nicht. Mhm. Beruhig dich, Sally, wir stehen das durch. Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Hat er gesagt, was er will? Übrigens, ist gestern irgendwas passiert? Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Was hat Matt diesmal angestellt? Okay, hier mein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Dann haut ihr uns wahrscheinlich einer aufs Maul. Hat er gesagt, was er will? Nein. Aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich an. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du's. Welchen Brief? Matts Abschiedsbrief. Oh, der Brief. Was nimmt man jetzt? Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst wissen, was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Ihr habt's mal wieder verbockt. Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. War das denn zu viel verlangt? Aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Das ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Ich? Gar nichts. Du hast was gemacht. Ich weiß es einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet. WTF, über die ganze Küche, wie gesagt, geht denn das ab? So wahrscheinlich auseinandergespratzt. Eklig. Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an, du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder. Ich? Was? Halt's Maul! Die Frau ist echt angepisst. Okay,
Hier mal ein Tipp. Lern mal, deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche! Wutausbrüche! Ja, genau das ist es. Okay, gehen wir mal in die Küche. Ich bin ja gespannt, wie es da drin jetzt gerade aussieht. Darf ja eklig werden. Heilige Scheiße, Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Oh, Jesus. Ich hab es lieber, wenn Sie mich Suzanne nennen. Oder der bin ich. Der bin ich. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass ich den richtig... Sicher? Moment, was? Hast schon richtig verstanden. Ich durchschaue dich, Hicks. Hey, finden Sie es nicht etwas unhöflich, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na, sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja. Definitiv. Matt, tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst. Aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Erstmal sorry dafür, dass da kurz was, der Sound weg war. Ich habe auch keine Ahnung, was das war. Ich musste nochmal auf Spiel klicken, dann war er wieder da. Komisch. Naja, dieses Charisma, diese Grazie, diese Eleganz, wer sonst sollte es sein? Nett. Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich ein Weihnachten als Osterhase verkleiden würde, würde ich Matt noch wiederkennen? Sagen wir einfach mal, ich hatte das Gefühl, dass ich in genau dieser Situation schon einmal war. Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Und was zur Hölle hat der Osterhase mit Weihnachten zu tun? Tatsächlich verkleidet er sich als der fröhliche Mordhase. Aber wir sagen den Leuten immer, es sei der Osterhase, um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist wirklich dämlich. Tut uns wirklich sehr leid, dass wir Weihnachten auf unsere Art feiern. Genug. Meine Geduld ist am Ende. Sag mir besser alles, was du hierüber weißt, sonst breche ich dir deine Nase und behaupte, du hast versucht, mich anzugreifen. Alles klar? Ja, ich bin einer von diesen Cops. Ich glaube, ich hatte gerade ein Flashback. Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Was will ich denn da anklicken? Wir sind zusammen aufgewachsen. Oh, und ich sollte sein Trauzeuge sein? Trauzeuge. Ich kannte ihn kaum. Wir sind beinahe einige Zwillinge. Wir sind zusammen aufgewachsen. Aber ich schwöre, ich habe seinen Robotaschenrechner nicht geklaut. Ich habe keine Ahnung, wie der in meine Spielzeugkiste geraten ist. Ehrenwort. Du zögerst mir etwas zu viel, Junge. Man klaut seinen Freunden nichts. Das ist einfach nicht richtig. Ich sagte doch, ich habe nichts gestohlen. Du verrätst dich selbst, du Trottel. Ich weiß nicht nur, dass du was zu verbergen hast, sondern jetzt weiß ich auch, dass es was mit Diebstahl zu tun hat. Und deinem dummen Gesicht nachzuurteilen, machst du das ziemlich oft. Fast schon aus einem Impuls heraus, was? Nein, das ist nicht wahr. Ich habe nichts davon gesagt. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren sehr gute Freunde. Und das war's. Ah, Kindheitsfreunde, ja? Interessant. Ja, und das war's. Und das ist alles? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht. War ein irrer Tag. Dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber
Nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frag ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Mein Vermieter sagt, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Ich erinnere mich daran, genau hier mit Ihnen gesprochen zu haben. Bin ich hier bei versteckte Kamera? Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Und dein Vermieter ist wer? Mr. Marconi, Threepwood Street 15. Und du weißt, wo es für dich hingeht, wenn er dein Alibi nicht bestätigt, oder? Ja. Mein Arsch wandert direkt ins Gefängnis. Du lernst schnell, aber irgendwas ist da noch. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Nein. Das ist einfach nur mein Scheiße-wie-langweilig-Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Ich mag den Bullen immer noch nicht. Und ich bin ja gerade ernsthaft am Überlegen, wie er das hingekriegt hat. Ich meine, der Kopf fehlt, der rechte und der linke Arm fehlen. Der linke Arm sogar noch bis hoch zur Schulter. Beide Beine. Wie hat er denn das hingekriegt? Ist er irgendwie erst mit den Beinen, dann mit den Armen in den Mixer und den Kopf voran? Oder wie hat er denn das hingekriegt? Das ist... Randall hat schon ein bisschen recht auf eine... sehr merkwürdige Art ist das sogar schon wieder lustig. Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Ach komm, Sie lassen Sie mich schon den blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Ich würde ein unterschriebenes Geständnis vorziehen. Ich weiß, dass du was verheimlichst und ich werde nicht aufgeben, bis ich herausgefunden habe, was das ist, Miss Hicks. Oh Mann. Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Du standest dem Opfer nahe und dein Name tauchte im Abschiedsbrief auf. Meinst du nicht, das macht dich verdächtig, Olivia? Oh, großer Gott, suchen Sie sich einfach einen Frauennamen aus und bleiben Sie dabei, okay? Sie verwirren mich. Das ist mein Job. Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Natürlich nicht, das weiß ich doch. Aber ich will wissen, wie tief genau du drin steckst. Und ich presse das aus dir raus. Alles. Und ich glaube, ich werde es genießen. Das klingt krank. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Oh Mann, okay. Aber im letzten Mal hat es, glaube ich, nicht so lang... war das nicht so schnell. Matt muss sich diesmal deutlich schneller umgelegt haben. Hey, was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an. Na schön, ein andermal. Okay. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen. Es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen.
Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Oh Mann. Schon wieder so ein deprimierender Brief. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht. Das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Ich auch. Respekt. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Kann man jetzt gehen? Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Das gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier! Jetzt! Ich bin ja gerade am Überlegen, wo die Zigarren verschwinden. Er zündet sie sich an, raucht ein paar Mal, schmeißt sie hin, tritt drauf, dann sind die Teile plötzlich weg und er kommt wieder komplett neu aus seiner Tasche. Also, nicht schlecht. Der Kühlschrank ist besser als meiner. Was so ziemlich für jeden Kühlschrank gilt. Oh, scheiße. Wie konntest du sowas nur machen, Matt? Gemixter Matt. Und wieder einen neuen Titel für diesen Part. Hey, das ist ja ein Tatort. Nicht ins Blut treten, kapisch? Ja, mal schade. Aber okay, gehen wir mal hier wieder. Wo geht's denn hier raus? Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Wo geht's denn hier jetzt raus? Achso, da unten. Ja, so wie es aussieht, ist sie weg. Passt gerade zeitlich nicht so. Da ist er nüchtern, glaube ich. Passt gerade zeitlich nicht so. Okay, dann gehen wir eben wieder. Und was nun? Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mama hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht's mir das Gehirn kaputt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Aber trotzdem, ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss ihn wieder beschaffen und das schnell. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Jetzt müssen wir für ihn wieder den Ring holen. Mal kurz gucken. Pfandleier. Acht auf deinen Mana-Balken. Du kannst ohne Mana keine Zauber wirken. Ach was, wirklich? Ich wollte eigentlich mal Magie mit purer Willenskraft wirken. Hat aber nie wirklich geklappt. Jetzt wissen wir auch warum. So, gehen wir mal da rein. Rein. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Was kann man denn hier anklicken? Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Okay.
Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Was kostet eine Dose Mercury Cola? Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Ja, würde ich auch sagen. Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich hab mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein Interessiert-Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich habe schon seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Er hat ihn wahrscheinlich umgebracht, so wie ich den einschätze. Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil... Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Hm? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit 2 Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Okay, kannst du mir wenigstens sagen, wen gekauft hat? Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Wie komme ich an den Ring ran? Komm schon, es geht um Leben und Tod. Was nimmer denn? Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Hause komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion, besser. Tja, das war's dann für mich. Okay. Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber. Irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Na schön, dann verkaufe ich meinen Sportalmanach aus der Zukunft eben woanders. Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe.
Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay, such dir ein Tier aus und ich überlege mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen, Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten, sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Nun gut. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Na, ich geh mal hier raus. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part versucht mal ungefähr... Ja, was heißt ungefähr? Wir werden's machen. Wir versuchen irgendwie an den Namen in den Notizen zu kommen. Bis dahin. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr lustig seid. Müsst ihr aber nicht. Ich bin euer Theon und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.